Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Hier in Königsburg am Hauptbahnhof hat sich ein neues kleines Gewerbe angesiedelt. Diese kleine Bude, die sich dort unten befindet, mit der schönen Aufschrift Stadtrundfahrten. Das wird jetzt neuerdings hier auch in Königsburg angeboten. Und wir sind natürlich dazu eingeladen worden, direkt bei der ersten Premierenfahrt teilzunehmen. Also, wir verweilen mal noch einen kleinen Moment hier am Hauptbahnhof und warten darauf, dass der Bus eintrifft. Nette Perspektive übrigens hier. Das ist dieser Seitenaufgang, der zum Hauptbahnhof direkt an den Bahnsteig hochführt, von der Straße aus. Und wir warten einfach mal auf den Bus und sehen uns das bunte Treiben hier so lange an. Ein bisschen Kleinkram ist in der Zwischenzeit auch noch dazugekommen. Ich bin hier noch einmal kurz drüber und habe ein paar von diesen Buden hier verteilt, also die in dem Weihnachtsmarktpaket mit enthalten sind. Glühwein und Pommes und dergleichen kann man sich jetzt hier auch genehmigen. Also man muss die Dinger nicht zwangsläufig logischerweise für einen ausgewachsenen Weihnachtsmarkt einsetzen, sondern kann die auch einfach vereinzelt als Kiosk und Fressbuden und dergleichen platzieren. So. Fernverkehr rollt oben Richtung Schnellfahrstrecke. Ist gerade der ICE hier am Königsburger Hauptbahnhof angekommen und dann sollte es auch gleich soweit sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ihr kennt das ja, solche Unternehmungen wie heute dauern immer ein bisschen länger. Und ich habe mir natürlich auch ein bisschen was Besonderes zumindest überlegt. Also, es hat schon so eine kleine exklusive Note. Ich würde sagen, nicht jede Stadtrundfahrt fährt dorthin, wo wir heute hinfahren. So, ihr seht ihn schon, da ist er. Der Sightseeing-Bus in Cabrio-Ausführung. Schön oben offen, damit wir auch ein bisschen was zu sehen bekommen. Habe ich, glaube ich, noch nie veranstaltet, ne? Ne, ziemlich sicher. Ich habe das Ding noch nie benutzt. Okay, dann steigen wir mal ein. Und begeben uns auch direkt aufs Oberdeck sozusagen. Das ist jetzt die Position ganz vorne. Der hat halt verschiedene Sitzpositionen vordefiniert. Kann man sich durchschalten mit Bild auf, Bild ab. Also eine rundum sehr gelungene Geschichte hier. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen natürlich den Bus mit verschiedenen Lackierungen. Ich habe mich mal für die neutralste entschieden. Da ist, glaube ich, auch noch irgendwie Hello Kitty und sowas ist da mit dabei. Aber ich dachte mir, so ein schlichtes Blau ist vielleicht am angemessensten. So, ihr seht das schon unten eingeblendet. Unterwegs nach DB Hauptbetriebswerk. Da haben wir sozusagen eine Sondergenehmigung bekommen. Ich habe da vor ein paar Folgen schon mal angefragt, ob das okay wäre, wenn ich hier mit meinen Abonnenten mal kurz vorbeischaue. Die Leute hier einpacke und dann, damit wir hier mal eine kleine Runde über das Betriebswerksgelände drehen. Aussteigen ist natürlich nicht erlaubt, aber wir dürfen uns das Ding mal aus der Nähe ansehen. Und da fahren wir jetzt auch direkt mal hin. Okay, hier biegen wir direkt links ab. Dann kommen wir auch, also wir umfahren jetzt praktisch das Areal, wo ich vor ein paar Folgen diesen kleinen Weihnachtsmarkt gebaut habe. Der wäre dann rechter Hand von uns. Allzu viel werden wir wahrscheinlich nicht erkennen können. Naja, ein bisschen was. Ein, zwei Blicke kann man erhaschen. Da kann man so ein bisschen die Buden erkennen. Aber ihr kennt das ja bereits. Okay, dann geht es weiter Richtung Hauptverkehrsachse, die hier durch die Stadt führt. Rambahn entlang fährt. Das hier vorne ist dann die Haltestelle Altstadtring Nord. Da fahren wir jetzt einmal außen rum. Ja, mit dieser Karre mitzufahren und das Ganze schön zu filmen, das ist natürlich schon also einfach eine hervorragende Gelegenheit, um die Stadt nochmal aus netten Perspektiven unter die Lupe zu nehmen. Und ich denke mal, wir werden zumindest die meisten Sehenswürdigkeiten auf die Art und Weise zu sehen bekommen. Ja, man kann auch einfach mehr erkennen als zum Beispiel bei dieser Rundfahrt mit dem Wohnmobil. Wir hatten ja diese Urlaubsmaßnahme. Ist schon cool, macht auch Spaß.
so über die ganze Karte zu fahren, aber so sieht man halt doch einfach ein bisschen mehr durch diese offene Konstruktion hier. Das hat schon seinen Reiz. Sollte ich regelmäßig machen, glaube ich. Man sollte die Möglichkeiten nutzen. Stellt euch vor, das hätte es schon in Transport für 1 gegeben. So die Möglichkeit, einfach in die Fahrzeuge einzusteigen und wirklich so als Passagier mitzufahren. So, und dann müssen wir, glaube ich, auch irgendwo hier vorne dann rechts abbiegen, damit wir zum Hauptbetriebswerk kommen. Schön parallel zur Trambahn. Am Lidl vorbei. Und hier geht es dann, glaube ich, vorne rechts weg. Auf das Betriebswerksgelände. Unter der S-Bahn-Trasse und unter der Fernverkehrstrasse Richtung Friedrichsburg hindurch. Hier drüben haben wir die ausgedehnten Schrebergartenanlagen, die sich hier rund um das Betriebswerk auf den Brachflächen verbreitet haben. Und da sind wir auch schon. Hier drüben die Lokwerkstatt. Jede Menge Rollmaterial. Exklusive Einblicke für die Eisenbahnfreunde. Vielgleisige Geschichte hier, da geht einem das Herz auf. Ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen nachdekoriert habe ich hier auch nochmal. Zumindest habe ich hier einige von diesen Arbeitern verteilt und noch ein paar andere Deko-Elemente hier nochmal ausgekippt über der Anlage. Okay, dann müssen wir hier mal einen kleinen Moment warten. Rangierverkehr auf der Schiene hat natürlich Vorrang. Auch interessant, ne, dass die unbeschränkten Bahnübergänge auch so eine Bimmel eingebaut haben. Das hätten sie von mir aus auch mal rauspatchen können. Aber gut, schöne 111 hier in Ozean Blau-Beige am Rangieren. Und dann fahren wir hier mal drüber an den ganzen Lokschuppen vorbei. Nochmal ein Momentchen warten, auch da wird rangiert. Ist ja doch ein bisschen Bewegung auf dem ganzen Gelände. Ich habe ja überall Rangierlinien angelegt, wo einfach die Loks hin und her fahren. Mehr machen sie ja nicht. Aber es sieht einfach nett aus. Gleise mit ziemlich geringen Geschwindigkeiten verbaut, also irgendwas um die 30 km/h. Dann haben wir hier auch überall annähernd Rangiergeschwindigkeit. Schon ganz cool. Auch hier links, was gleich ins Bild kommt, dieser Schwertransport habe ich auch noch nie benutzt. Also, beziehungsweise eine Variante davon fährt durch die Gegend, aber den gibt es ja auch in verschiedensten Ausführungen einfach. Also mit unterschiedlicher Ladung. Unter anderem hier dieser Eisenbahnwaggon. Und ich glaube, es gibt auch noch eine Variante mit einer Yacht. Es gibt irgendwas mit einem Trafo. Also es gibt diverse Schwertransporte und man kann die ja auch alle durch die Gegend fahren lassen. Vielleicht wäre das auch nochmal ein nettes Thema, gerade so für die Autobahn. Und das ist ja auch so eine ganze Kolonne, also mit Begleitfahrzeugen und so. Das ist schon eine coole Geschichte auf jeden Fall. So, hier habe ich eine unsichtbare Haltestelle einfach eingebaut. Mini-Zwischenstopp und fahren auch direkt wieder weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Nächste Haltestelle, nächste Location wäre dann der Zoologische Garten, den wir jetzt mal ansteuern werden.
Ja. Durchaus ein ganz nettes Areal geworden hier. Hätte noch ein bisschen detaillierter sein können. Insgesamt, aber im Großen und Ganzen, gerade wenn man dann auch nochmal drüber fährt, hier aus der Perspektive, wirkt schon alles ganz gut. Also, exklusive Eindrücke hier gewonnen. Da startet gerade wieder ein Flieger Richtung Karlsberg runter. Da kommt nochmal die V90 vorbei, oder beziehungsweise ist das eine Baureihe 295, müsste das hier sein. Rangiert seit Monaten ziellos hin und her durch die Gegend vor und zurück. Okay. Dann geht's wieder raus aus dem Areal. Nochmal an den Lokomotiven vorbei, an der Dieseltankstelle. Und dann geht's wieder durch die Stadt hindurch. Richtung Zoo. Nicht auf dem ganz direkten Weg. Also ich habe immer versucht, die Routen so ein bisschen zu variieren, dass wir halt auch mal ein bisschen durch die Seitenstraßen durchfahren. Okay, dann fädeln wir uns wieder hier auf die Hauptstraße ein. Und weiter den Altstadtring entlang. An Spielplatz und Feuerwehr vorbei. Den Kreisverkehr hindurch. Alles ein bisschen ausdekoriert hier auch rund um den Kreisel. Und dann geht's Richtung Zoo. Hier rechts im Bild die Trambahnlinie, das müsste die einzige sein, mit der wir, glaube ich, noch keine Mitfahrt gemacht haben. Zumindest nicht über die volle Länge. Alle anderen hatten wir schon mal mittlerweile. So, hier unter der großen Brückenkonstruktion durch, das kennt ihr ja noch. Urlaubsfahrt, da wo das Wohnmobilpärchen auch drüber gefahren ist, die da hinten wohnen. Und hier ist natürlich auch wieder rund um den Zoo, ist einfach ein bisschen mehr los, habe ich alles ein bisschen weiter ausdekoriert als an da so. Da drüben ist der Haupteingang vom Zoo mit dem großen Besucherparkplatz davor. Wer sich für den Zoo interessiert, das war logischerweise auch eine eigene Folge, irgendwo in der Playlist einsortiert. Ist ja auch schon eine ganze Weile her. Und den müsste ich, naja gut, was heißt ich müsste? Ich könnte ihn tatsächlich nochmal updaten, weil es gab ja da auch nochmal ein Mod-Paket mit diversen Tier, ich nenne es mal Repaints. Also, wo verschiedene Bärenarten dabei sind, ich glaube sogar Zebras, ich bin mir nicht ganz sicher, was da alles enthalten ist. Aber es ist eine ganze Menge. Und das Thema Zoo kann man auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen umfangreicher, ein bisschen variantenreicher gestalten. Und das wird natürlich auch in irgendeiner Form den Weg auf die nächste Karte finden.
Also da haben wir einfach ein bisschen mehr. Ein paar mehr Möglichkeiten mittlerweile. Okay, dann sind wir wieder auf dem Altstadtring angekommen. Und fahren mal irgendwie Richtung Einkaufszentrum. Auch nochmal mit einem kleinen Abstecher ins Westend. Auch hier alles nett ausdekoriert. Ne? Das sind so die Ecken, wo ich mir immer ein bisschen mehr Mühe gebe. Einiges los. Gastronomie, Außenbereiche gut gefüllt. Alles ein bisschen nett bepflanzt. Das geht schon in Ordnung. Dann sind wir erstmal wieder am Ausgangspunkt zurück. Aber die Fahrt ist natürlich noch lange nicht vorbei. Dann sehen wir mal zu, dass wir uns hier irgendwie durchquetschen. Scheint gerade Rush Hour zu sein, wie mir scheint. Ja, manchmal ist hier schon ein bisschen mehr los, wie man sehen kann. So, dann fahren wir nochmal ein Stückchen ins Parlamentsviertel hinein. Das ist natürlich jetzt ein riesen Umweg zum Einkaufszentrum, aber darum geht es ja nicht. Ich habe einfach diese Linie angelegt und mit ordentlich Wegpunkten bestückt und dann irgendwie kreuz und quer halt hier durch die verschiedenen Stadtteile hindurchgeleitet, damit man einfach möglichst viel nochmal zu sehen bekommt. Hier nochmal die ganze Demo-Geschichte. Kennt ihr ja schon zu Genüge. Hier nochmal schön am Parlament vorbei. Und der Polizeieinsatz. Immer noch auf Hochtouren, seit Wochen. Seit Wochen ist hier großes Programm geboten. So, dann fahren wir erstmal nicht Richtung Kolosseum. Ich weiß auch gar nicht auswendig, ehrlich gesagt, ob wir da noch vorbeikommen. Aber ich meine schon ganz am Schluss. Hier ist auch nochmal ein kleiner Wochenmarkt. Der ist auch immer so ein bisschen untergegangen hier, ne? Die ganze Ecke. Aber passt auch ganz gut rein. Also wir haben tatsächlich dreimal das Thema Marktgeschehen hier insgesamt in Königsburg. Mit dem Neuzugang Weihnachtsmarkt noch, dann dieser auch ein bisschen größere Marktplatz in der Nähe des Hauptbahnhofes oder direkt am Hauptbahnhof. Und hier eben auch noch dieser kleine Wochenmarkt. Das passt schon. Und das ist halt auch ein Thema, das ist einfach so gewachsen über die Jahre. Ich weiß noch, die ersten Marktplätze, die ich versucht habe zu bauen, die waren halt wirklich mega improvisiert. Und mittlerweile hat man einfach die Qual der Wahl. So viele Objekte, die man dafür benutzen kann, allein schon, um die ganzen Marktstände zu bauen. Da ist einfach keine Improvisation mehr nötig. So, dann hier haben wir doch direkt auch mal einen Blick aufs Kolosseum linker Hand. Wir fahren aber wieder Richtung Bahndamm, Richtung Schnellfahrstrecken, Bahngleise, die hier entlang verlaufen. Und dann muss man da noch irgendwie auf die andere Seite rüber, dann kommen wir ins Westend und zum Einkaufszentrum. So, die ganze Ecke kennt ihr ja. Hier links kaum zu erkennen, da geht eben das Trambahntunnel unten unter den Bahngleisen hindurch rüber zum Einkaufszentrum. Da sind wir mit dem Wohnmobil, glaube ich, auch entlang gefahren.
Schade, schade. Gerade kein Zug weit und breit hier auf der Schnellfahrstrecke in Sicht. Aber keine Sorge, also Eisenbahnfreunde kommen nach wie vor nochmal auf ihre Kosten. Ich habe da noch eine Kleinigkeit vorbereitet, habe den Fahrer nochmal angewiesen, sich nochmal eine schöne Stelle zu suchen für ein bisschen Trainspotting. So, dann unterqueren wir mal hier die Bahngleise. Man kann es einigermaßen erkennen, das müsste der IC 2000 sein. Oder IC 2020, wurde ich ja in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es da nochmal eine etwas modernisierte Variante gibt von dem IC 2000, nennt sich eben IC 2020. Ich hoffe, ich bringe das gerade nicht durcheinander. Der Schweizer Kollege ist eben damit gemeint. So, hier Einkaufszentrum. Tiefer gelegten Trambahnhaltestelle da unten. Ist eine nette Betonkonstruktion geworden, finde ich. Sehr schön. Sicher nicht perfekt, aber ich fand die Idee schon cool und auch ganz gut umgesetzt. So das Ganze irgendwie sozusagen so ein bisschen tiefer zu legen, auf mehreren Ebenen zu bauen. So, ÖBB-Fernverkehr fährt gerade ein. Dann sind wir hier an der Vorderseite des Einkaufszentrums angelangt. Ja, ja, und der alte hochwertige Fernverkehr lässt sich natürlich auch blicken. Vorne weg. So, ganz kleiner Zwischenhalt und weiter geht's. Ist noch keiner eingestiegen, übrigens, außer uns. Aber es ist natürlich auch also ein fabrikneues Fahrzeug, was ich uns hier gegönnt habe. Ne? Da werden natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Nur für dieses Video, danach wird er verschrottet. Nichts ist mir zu schade für meine Zuschauer. So, hier nochmal durch dieses kleine Gewerbegebiet hindurch. Autohändler, Autowerkstätten haben sich hier angesiedelt. Vielleicht auch ein paar so Hobby-Schrauberwerkstätten. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und hier das links im Bild direkt jetzt, das ist halt eine LKW-Werkstatt. Mit ein bisschen Fantasie. Okay, dann geht's nochmal Richtung Westend. Das kennt ihr zwar schon, aber da machen wir nochmal einen ganz kurzen Zwischenhalt. Um nochmal einen Blick auf den Bahnverkehr zu werfen. Wenn wir schon mit so einem offenen Vehikel hier unterwegs sind, muss man das natürlich auch nutzen. Also geht es hier nochmal Richtung Bahnstation, Richtung S-Bahnstation, Richtung Bahnstrecke. So eine Mitfahrt hätte ich gerne nochmal auf der letzten Transport Fever 1 Karte gemacht, auf der Alpinen Karte oder auf der Rhein- und Moseltal Karte da um Koblenz angesiedelt, da hätte das auch richtig Spaß gemacht. Das wäre echt ein Bombenabschluss geworden. Aber gut, ich meine, Alpin wird es ja sowieso auf der nächsten Karte. Da werden wir uns solche Geschichten sicherlich dann auch irgendwann gönnen können, wenn genügend gebastelt wurde und das alles irgendwie ein bisschen in Form gebracht wurde, die Karte.
So, hier S-Bahn-Station Westend. Und wenn der Fahrer dann so freundlich wäre und hier vielleicht nochmal kurz irgendwo ein bisschen kurz anzuhalten, dann können wir hier noch mal ein, zwei Minütchen noch ein paar Bilder knipsen. Sehr gut. Gesagt, getan. 120er im Fernverkehr unterwegs, gerade Richtung Königsburg Hauptbahnhof. Kurz vor dem Ende der Schnellfahrstrecke hier. Schöne alte 420er hier im S-Bahn-Betrieb unterwegs. In Doppeltraktion. Und ÖBB Fernverkehr fährt Richtung Karlsberg. Und hier im Regionalverkehr unterwegs auch nochmal ein Klassiker mit der Baureihe 110. Bügelfalte müsste das sein. Bisschen was Verkehrsrotes im Gepäck. Und von Königsburg kommend. Doppeltraktion 420er, die Überstellungsfahrt habt ihr gerade auch nochmal gesehen. Die rauscht auch erstaunlich oft das Bild. Eigentlich immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin und das filme, kommt mir irgendwo diese Überstellungsfahrt in die Quere. Hier nochmal ein schöner Containerzug, den habe ich auch nochmal so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich habe generell sowieso den ganzen Güterverkehr nochmal ein bisschen durcheinander gemischt. Also es kamen ja nochmal ein paar Waggons dazu. Ist auch ein bisschen vielfältiger geworden, nochmal die ganze Geschichte. Und hier haben wir nochmal einen wunderbaren ÖBB Railjet. Und zu guter Letzt hier auch nochmal eine weitere 420er. Die Flughafenlinie in dem Fall. Munich Airport Line. Ja, sehr schön. Also abwechslungsreich ist es hier auf jeden Fall. Und ich bin hier also tatsächlich Echtzeit auch nicht lange gestanden zum Filmen. Das ist, ging rauf und runter. Einfahrende Züge, ausfahrende Züge. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Mit dem Trainspotting. Ich hoffe, ihr habt ein paar Aufnahmen anfertigen können. Und dann geht es weiter Richtung Kolosseum steht hier. Aber ich glaube, wir bauen da auch nochmal einen kleinen Umweg ein. Liegt jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Tage zurück, dass ich hier die ganzen Filmaufnahmen gemacht habe. Jetzt habe ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wo es eigentlich entlang geht, aber ich glaube, wir sind schon so knapp 20 Minuten unterwegs, also da kommt noch ein bisschen was. Und ich hätte das Ganze auch noch weiter ausdehnen können, wäre auch kein Problem gewesen. Also wir fahren jetzt zum Beispiel auch nicht mehr zum Flughafen oder zum Beispiel zum Güterbahnhof, könnte man natürlich nochmal eine neue Auflage machen, also dass wir das nochmal veranstalten und dann halt irgendwie nochmal die Orte ansteuern, die jetzt so ein bisschen zu kurz kamen. Also wenn wir den Flughafen und oder da den Güterbahnhof noch mitgenommen hätten, ich glaube, dann wäre das, weiß ich nicht, ein 1,5-Stunden-Video mindestens geworden. Also man legt schon Wege zurück, wenn man hier ein bisschen was sehen will, dann fährt man schon relativ lange durch die Gegend. Aber es soll ja auch so sein. Also ist ja alles gut so. So, das ist glaube ich irgendwie so ein alter Baumaterialienhändler hier rechts im Bild gerade nochmal gewesen. Und jetzt fahren wir hier nochmal vorne an der S-Bahn-Station Westend vorbei. Das mit der Oberleitung der Trambahn, okay, habe ich nicht ganz bedacht. Das ist, wäre natürlich vielleicht so ein bisschen bedenklich, hier mit so einem offenen Bus durchzufahren. Vielleicht sogar ein bisschen sehr bedenklich, vielleicht sogar eher Richtung lebensgefährlich. Ja, eigentlich nicht wirklich geeignet für Doppeldeckerbusse und dann Cabrio-Ausführung. Zum Glück ist nichts passiert. Ein bisschen grenzwertig. Gut, das Westend lassen wir wieder hinter uns. Da braust die 423er Richtung Königsburg und den
Riruno konnte man glaube ich noch kurz erkennen, wenn ich das richtig gesehen habe. Im Augenwinkel. Und dann queren wir hier nochmal die Gleise. Das ist dieser kurze Abschnitt, wo die Trambahn wirklich mitten durchs Wohnviertel fährt. Finde ich eigentlich auch ein schönes Setup. Also das wäre auch nochmal ein schönes Bauvorhaben für die nächste Karte. Und den Kollegen. Bekannt aus der, ich glaube, letzten Folge war es, oder? Der dreht hier schön seine Kreise. Die 66er. Ich nenne die einfach so. Class 66, glaube ich, heißt sie. Ich weiß, hat, glaube ich, auch eine deutsche Baureihenbezeichnung. Die weiß ich aber nicht auswendig. 266 wäre irgendwie naheliegend, oder? Oder war das 267er? Irgendwie so. Das ist ja auch egal. Die coole Diesel eben. So, jetzt aber auf relativ direktem Wege Richtung Amphitheater, Kolosseum, Königsburg. Also schon, ist ein schönes Fahrzeug. Also ich finde den wirklich cool, diesen Sightseeing-Bus. Hätte ich auch schon mal viel früher benutzen sollen. Der macht schon Spaß. Also ich glaube, das kam auch schon vor langer, langer Zeit. Das wird schon öfter mal vorgeschlagen in den Kommentaren. Also Asche über mein Haupt, dass es so lange gedauert hat. Andererseits, wenn wir jetzt natürlich hier so eine Mitfahrt machen wie heute, dann kriegen wir logischerweise auch die besten Bilder geliefert. Also es passt schon. Es ist schon okay, das erst ganz am Schluss zu machen, glaube ich. So, dann geht es hier nochmal im Einkaufszentrum vorbei. Kennt ihr ja schon, deswegen biegen wir auch direkt da vorne rechts ab. Nun schauen wir mal rüber zum Kolosseum. So, da kann man es eh schon gut erkennen. Auch die ganze Ecke hier, das wird nochmal eine eigene Bastelfolge. Habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, aber irgendwie immer noch nicht wirklich dazu gekommen, hier mal auch noch ein paar Impressionen einzufangen. Da gibt es auch noch mal ein bisschen was zum Thema Dammbauweise. Und so eine Art altes Wasserkraftwerk habe ich da versucht noch hinzuzimmern. Okay, dann fahren wir erstmal noch wieder ein Stückchen Richtung Hauptbahnhof und dann müssen wir irgendwo hier vorne rechts abbiegen. Wahrscheinlich auch wieder dummerweise den Bus hier hinterher. Ein bisschen hinterher zuckeln. Und das prächtige Kolosseum kommt in Sichtweite. Ist halt auch extrem gut erhalten. Ne? Ich meine, das steht hier seit der Antike. Die hatten einfach Ingenieurskills, die alten Römer. Sehr schön. Gerade auch diese ganze Treppenkonstruktion hier am Haupteingang. Mhm. Habe ich ja auch schon mal erwähnt, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich wieder aufgreifen werde auf der nächsten Karte. Wahrscheinlich in irgendeiner anderen Form. Da gibt es ja genügend Varianten oder genügend Vorbilder auch aus der realen Welt zum Beispiel. Da wird mir sicherlich wieder was einfallen.
was man da entsprechend hinzimmern kann. Schönes Thema auf jeden Fall insgesamt. Okay, dann geht's weiter. Irgendwie halt nochmal werden wir uns durch die Stadt hindurch friemeln und dann geht's im großen Bogen wieder zurück zum Hauptbahnhof, zum Ausgangspunkt. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Ah, die Bäume stehen vielleicht auch so ein bisschen ungünstig. Aber besser ein paar Äste im Gesicht als Oberleitung am Kopf. Hier kann man diesen kleinen Wochenmarkt noch mal ein bisschen erkennen. Wollte ich auf der anderen Seite eigentlich noch weiterführen, das Thema kann man hier ganz gut erkennen, aber irgendwann ist die Luft ausgegangen. Nach dem 100. Marktstand hatte ich keinen Bock mehr. Reicht auch, ehrlich gesagt. Das muss reichen. Die Bahnhofshalle kann man jetzt auch so ein bisschen erkennen hier. Wie sie emporragt im Zentrum der Stadt. Dann hier nochmal das markante Parlamentsgebäude. Das ist auch von diesen ganzen Kampagnenobjekten, die man verbauen kann, ist eigentlich schon so mein Favorit. Parlamentsgebäude fügt sich immer sehr, sehr gut ein. Schöner, massiver Klotz. Und einfach ein schönes Modell, wie ich finde. Gefällt mir gut. Eieiei. Die Kopf geschnitten hier. Einfach reingedrängt. Aber gut, ich meine, ich muss hier eine Aufnahme machen. Da müssen sie jetzt durch, die Kollegen. Von der Gendarmerie. So. Oh, oh. Das war so nicht geplant. Okay, Vorsicht, Kopf einziehen. Das ist natürlich nochmal im Bereich Lebensgefahr angekommen. War so nicht geplant. Er sollte natürlich auf der Straße weiterfahren, habe ich vergessen, den Wegpunkt zu setzen. Naja, machen wir einen kleinen Abstecher und spielen mal kurz Trambahn. Aber auch hier gibt es durchaus hier und da ein paar nette kleine Details zu entdecken. So, dann schauen wir mal zu, dass wir hier wieder irgendwie von den Trambahngleisen runterkommen. Das ist natürlich alles andere als günstig hier. Okay, irgendwie hier rausgefriemelt. Ja, wir haben natürlich auch einen guten Fahrer am Start hier. Gut. Sind tatsächlich auch ein paar Personen zugestiegen. Fällt mir jetzt erst auf. Da vorne sitzt eine Dame auf dem Oberdeck. Eher Richtung Innenstadt und Stadtzentrum zurück. Das sind jetzt auch eher so Bereiche, die sind halt nur so halb fertig geworden bislang. Und ich glaube, in dem Zustand werden sie auch bleiben. Also hier will ich. In der Ecke der Stadt wird nicht mehr allzu viel passieren, wenn überhaupt. So. Hier nochmal eine der zahlreichen Kirchen. Ich weiß nicht mehr welche das ist. Michaeli-Kirche, Josephi-Kirche. Ich weiß, ich habe denen ja allen Namen gegeben. Außenrum alles schön ein bisschen ausdekoriert hier. Trambahnstation dazu gepflanzt. Passt schon. Also ist auf jeden Fall auch ein ganz nettes Viertel geworden hier in der Ecke. Gute Verkehrsinfrastruktur. Öffentliche Verkehrsmittel. Schöne alte Gebäude. Einkaufsmöglichkeiten, alles da, was man braucht.
Hier drüben einer der zahlreichen Lidl. Sogar mit Einkaufswägen möchte ich anmerken. Hier habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal benutzt. Ah, super schönes Asset. So, und dann müssen wir irgendwo, wahrscheinlich durch den Kreisverkehr werden wir jetzt fahren und dann irgendwie wieder zurück. Da, wo wir hergekommen sind, weil der Hauptbahnhof ist ja bekanntlich in die andere Richtung. Oh, das ist ein bisschen knapp hier mit dem Verkehrsschild. Kopf einziehen. Ja, ja. Oberleitungen, Ampeln und diese ganzen großen Verkehrsschilder, das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man mit so einem Fahrzeug hier unterwegs ist, aber da muss man es dann auch nicht so genau nehmen. Psst. Außerdem haben wir ja Notärzte auf der Karte, also ist kein Problem. Was soll schon passieren? So, hier nochmal rechts im Bild. Man kann es nicht erkennen, Hauptbetriebswerk, da sind wir jetzt gerade nochmal auf der Höhe. Da, wo wir vorne mal drüber gefahren sind. Und dann geht's wieder hier auf den, nennen wir es mal den mittleren Ring, zurück Richtung Hauptbahnhof. Am Marktplatz werden wir uns abschließend nochmal kurz blicken lassen, denke ich. Dann, also ich denke, wir haben schon so ziemlich die, also zumindest die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu sehen bekommen heute. Wir waren rund um den Hauptbahnhof ein bisschen unterwegs. Und kurz den Marktplatz geschnitten, den Weihnachtsmarkt geschnitten, waren am Kolosseum, am Einkaufszentrum, Westend, bisschen Trainspotting auf dem Hauptbetriebswerksgelände. Haben doch den einen oder anderen öffentlichen Platz zu sehen bekommen, so wie hier. Und was halt, wie gesagt, tatsächlich noch fehlen würde, das wäre dann nochmal so die Ecke rund um den Güterbahnhof. Und vielleicht nochmal am Flughafen vorbeischauen. Da hatte ich mir überlegt, also ich glaube, bevor ich dann, ich weiß, die Flughafenfolge fehlt immer noch, die wird auch demnächst kommen. Also irgendwann so in den nächsten 4-5 Folgen, denke ich mal. Dass ich da vielleicht noch so einen kleinen Besucherhügel irgendwo aufschütte. Also einfach für die, ja, wie nennt man es? Die Planespotter wahrscheinlich. Gibt es ja auch. Damit man einfach eine schöne Aussichtsfläche hat, wo man halt die startenden und landenden Flugzeuge nochmal begutachten kann, filmen kann, fotografieren kann und so weiter. Und das könnte man natürlich auch in so eine schöne kleine Rundfahrt nochmal mit einbauen. Wieder ein bisschen durch die Gegend gurken und so, wie wir halt heute ein bisschen Trainspotting gemacht haben. Könnten wir dort eben dann ein bisschen Planespotting machen. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, solche Videos hier irgendwie zusammenzustellen, aufzubauen. Wenn ihr da selber noch Ideen habt, irgendwie was in die Richtung, was man noch mit einbauen könnte, immer gerne her damit. Bin mir sicher, da gibt es ein paar Sachen, die ich noch überhaupt nicht bedacht habe. Ja, schon nett anzusehen hier, der ganze Innenstadtbereich. Je näher man dem Hauptbahnhof kommt, desto mehr ist halt auch immer los. Na, hier ist doch schon alles sehr zufriedenstellend in dem Bereich. Die ganzen Buslinien, die ganzen Passanten, die durch die Gegend laufen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, die Busse nutzen, die Trambahnen nutzen. Das passt schon. Und auch wenn es natürlich ein bisschen schwieriger wird, von Mal zu Mal mit der Performance, keine Frage. Es gab doch immer mal wieder ein paar Stellen, wo es einfach ein bisschen in Stottern gekommen ist, die ganze Geschichte. Aber ich finde, es ist noch anschaubar. Man kann das noch filmen, man kann das noch guten Gewissens auf YouTube hochladen. Die Bilder sind immer noch gut genug, finde ich persönlich zumindest. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Das wäre im Vorgänger deutlich schlimmer gewesen. Nach einem Jahr lang auf irgendeiner Karte rumbauen, da war es halt dann irgendwann wirklich komplett vorbei mit irgendwelchen Mitfahrten. Hier geht's halt noch.
Und das ist schon ein Unterschied. So, jetzt sind wir hier nochmal bei dem Marktplatz angekommen. Direkt am Hauptbahnhof. Ist auch ein bisschen was geboten dort. Und dann haben wir es gleich hinter uns. Große Runde heute geworden. Ich hoffe, es hat euch nicht zu lange gedauert. Aber gut Ding will halt Weile haben. Einmal die große Runde hier. So, hier nochmal der Marktplatz von der anderen Seite. Durchaus detailreich geworden, die ganze Geschichte hier. Die Trambahnhaltestelle Hauptbahnhof Süd und da oben. Schwer erkennen, auch einer dieser Dachgärten. Ja, hier erkennt man es ganz gut. Die 17er Tram Richtung Westend. Sind wir, glaube ich, auch schon mitgefahren. Also mittlerweile haben wir doch schon relativ viel abgedeckt mit den ganzen Mitfahrten, ne? Da gab es auch schon Karten, da ist das einfach zu kurz gekommen am Schluss. So, hier müssen wir uns jetzt noch ein bisschen abenteuerlich hier irgendwie durchquetschen. Durch die Rush Hour am Hauptbahnhof hier. Ich sag's ja, abenteuerlich. Sehr abenteuerlich das Ganze. Gut, dann sind wir wieder angekommen hier am Ausgangspunkt. Wunderbar, schön anzusehen. Fernverkehr rollt da oben drüber. Und da soll es auch gewesen sein. Dann steigen wir hier mal aus. Verabschieden uns von unserem Fahrer. Und ich verabschiede mich von euch. Hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ich denke, es wird nochmal eine Neuauflage davon geben. Irgendwie auf ein bisschen veränderte Route. Dass wir halt nochmal irgendwie am Flughafen vorbeidüsen. Da ein bisschen Planespotting machen. Irgendwie so ein paar Ideen wird es da sicherlich noch geben, die man in die Tat umsetzen kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.